Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Homebrew Show. Diesmal dreht sich alles um eine kleine mitteilungszentrale Erweiterung. Dieser kleine Kalender da unten, der nennt sich, ich glaube, Kalender Pro. Kostet, ich glaube, 2 US-Dollar im City Store derzeit. Macht eigentlich nichts anderes, als dass er ja, einen Kalender in die Mitteilungszentrale reinschiebt. Schauen wir uns den mal an. Wir können den da so durchschalten, links und rechts. Die einzelnen Kalendertage kann man leider nicht antippen. Dafür gibt es da links unten einen Home-Button, dass man immer wieder aufs aktuelle Monat kommt und rechts unten einen kleinen Button, ich hoffe, man kann den erkennen, der einen dann zu seinem normalen Kalender bringt, also zum iOS-Kalender. Viel mehr kann das Ganze dann auch schon wieder fast nicht. Man kann die ganzen Farben, wie die Tage angezeigt werden, wie ein Monat angezeigt wird, Hintergrundfarben und so weiter, kann man alles verändern. Man kann auch einen eigenen Feiertagskalender einbinden und diese Buttons in die Ecken, zum Beispiel den Home-Button, der immer wieder auf den aktuellen Monat zurückspringt. Den kann man ausschalten, man kann diesen Launch-Kalender-Button ausschalten und man kann da auch noch andere Kalender eintragen. Ja, ich kann nicht viel dazu sagen, also ich finde keinen großen Nutzen da drinnen, aber der ein oder andere, der auf die Schnelle mal einen Kalender braucht zum Draufschauen, der wird vielleicht dafür Funktionen haben, ich leider nicht. Ja, wie gesagt, gibt es im Cydia Store ist gratis. Ah, ja, ich bin schon, es ist schon, ihr müsst mich wirklich, ihr müsst mich entschuldigen, es ist jetzt glaube ich 2:30 Uhr, ja, 2:30 Uhr. Und ja, es kostet glaube ich 2 US-Dollar im Cydia Store, gibt es einfach einen Kalender Pro und dann findet ihr das Ganze. Das war's von mir und von der Homebrew Show. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.